Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dem LS22. Wir sind heute wieder bei der Aussaat, beim Anpflanzen. Ich habe keine Ahnung, was macht man mit Zoro? Sieht man das? Pflanzt man das? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall tun wir es einfach mal. Wer die älteren Videos gesehen hat, wird wissen, dass hier hinten mal das Weinanbaugebiet war. Das habe ich aber wieder weggemacht. Wein ist mir dann irgendwie doch zu... Naja, machen wir es mal so. Deswegen teste ich heute mal, oder jetzt mal, das Zuckerrohr. Das Ganze machen wir mit unserem Wald rein. Und dieser 2 Meter Zuckerrohrpflanz-Saat-Trillmaschine. Ich habe keinen blassen Dunst. Und fragt mich bitte nicht, warum das Feld so verunkraut ist. Das war so schön gepflügt. Aber ich hätte wahrscheinlich doch noch eine Zwischenfrucht reinschmeißen sollen, aber ich glaube, dafür war es schon zu spät. Der Vorteil an dieser Pflanzmaschine ist, sie ist sehr wendig. Man braucht also fast gar kein Vorgewende. Ich habe mir jetzt nochmal eins gezogen, damit ich mir nicht immer die Wiese dahinter kaputt mache. Ansonsten hätte ich vielleicht einen größeren Traktor nehmen sollen, damit man nochmal ein bisschen hinten drüber gucken kann. Weil so sieht man nicht viel. Aber man sieht, wie der Zuckerrohr abgelegt wird. Ich nehme mal an, dass das ähnlich wie bei der Baumpflanzmaschine ist, dass das ja wirklich eine Pflanzmaschine ist. Auch wenn das mehr aussieht wie Hackschnitzel, die da hinten drin landen. Neben dem Zuckerrohrpflanzgut, Saatgut, kann man auch noch Dünger mitführen, der gleichzeitig mit eingearbeitet wird. Dafür, dass das nur 2 Reihen sind, die gepflanzt werden, geht das eigentlich recht zügig, muss ich sagen. Das Stückchen hier links habe ich ja schon einen Teil ohne euch gemacht, damit ich einfach mal testen kann, wie sich das überhaupt macht.
Oh, dann werden wir gleich mal nachfüllen. So, und damit würde ich dann jetzt auch sagen, das reicht. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.